Der Vorsitzende der Freie Wähler Landtagsfraktion, Hubert Aiwanger, hat sich am Dienstagvormittag in Passau einen Eindruck von der aktuellen Hochwasserlage verschafft. Noch vor Ministerpräsident Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel sprach der niederbayerische Landtagsabgeordnete mit Bürgern sowie Katastropheneinsatzkräften in der Dreiflüsse-Stadt. Aiwanger zeigte sich entsetzt über das Ausmaß der Schäden und die Folgen der schlimmsten Flutkatastrophe in Passau seit mehr als 500 Jahren. Nun sei es wichtig, den Flutopfern schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Es ist also jetzt äußerst wichtig, dass schnelle und unbürokratische Hilfe geleistet wird. Es sind ja diese Hilfsfonds versprochen. Natürlich geht es dann beim Kleingeschriebenen darum, dass das Geld auch schnell bei den Leuten ankommt. Wir fordern hier, dass hier nicht zu genau hingeschaut wird und die Leute nicht zu lange im Unklaren gelassen werden, sondern wir müssen hier innerhalb weniger Wochen im Prinzip Gelder fließen lassen, damit Menschen, die hier auf diese Summen angewiesen sind, ja diese Überbrückung haben, sonst ist bei denen vielfach ja Schluss mit lustig. Der Fraktionsvorsitzende bedankte sich auch bei den zahlreichen Helfern. Aus vielen Nachbarregionen wurden Feuerwehren zusammengezogen. Diese seien sehr hilfreich für die Bewältigung der aktuell schwierigen Situation. Zugleich forderte Aiwanger, die Bundeswehr dürfe in der Fläche nicht weiter geschwächt werden. Wir haben jetzt gesehen bei dieser Katastrophe, wie wichtig es ist, dass man noch auf Personal der Bundeswehr zurückgreifen kann, weil eben Soldaten dann als schnelle Ersthelfer Schlamm entfernt haben, bei den Reinigungsarbeiten geholfen haben und dergleichen mehr. Und es ist die Gefahr, wenn die Bundeswehr weiter personell abgebaut wird, dass man eben künftig diese Kräfte nicht mehr hat. Also lautet die klare Forderung der Freien Wähler, das Personal der Bundeswehr hier in Bayern, vor allem im ländlichen Bereich, nicht weiter zu reduzieren, sondern mindestens zu halten, damit wir bei künftigen Katastrophen wieder auf Leute zurückgreifen können. Zudem müsse die Hochwasservorhersage präzisiert werden, denn wegen des niederschlagsreichen Winters waren die Böden schon so übersättigt, dass sie kaum noch weiteres Wasser aufnehmen konnten. Das muss laut Aiwanger künftig stärker in die Hochwasservorhersage einfließen, damit die Menschen früher gewarnt werden können. Aiwanger reiste anschließend in die Hochwassergebiete Niederalteich und Landshut weiter, um sich auch dort ein Bild von der Lage zu verschaffen. In Landshut besuchte der Fraktionsvorsitzende unter anderem den Stadtteil Mitterwöhr. Das Grundwasser hat dort für viele vollgelaufene Keller gesorgt. Zudem stehen Straßenzüge unter Wasser und der Strom wurde abgestellt, nachdem es zu Kurzschlüssen und mehreren kleinen Bränden in Verteilerkästen gekommen war. Für Anwohner wie Stefan Bomm eine Katastrophe. Er schätzt die Schäden an seinem Haus auf eine fünfstellige Summe. Wir haben jetzt gehört, dass es vom Bund 50 Millionen Euro gibt, beziehungsweise vom Land auch 50 Millionen Euro. Ob das zutrifft, weiß ich nicht. Aber was dann auf den Einzelnen dann runtergebrochen wird, weiß ich auch nicht, weil es sind so viele Leute in Bayern, die betroffen sind. Wahrscheinlich kriegt dann nur jeder, ja, ich sag jetzt mal, Eis mit Schlagsahne. Und das war es da wohl auch gewesen. So schaut's aus. Die Befürchtungen der Bürger dürfen sich nicht bewahrheiten, so Aiwanger. Jedes Flutopfer müsse angemessen und zeitnah entschädigt werden. Und dafür wird sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler persönlich einsetzen.